Further Stewart coming. Further Stewart coming. Ich komme ja schon. Ach, Regie, hören Sie, wieder ein Dringlichkeitsauftrag. Wir müssen sofort abreisen. Ja. Die Flugkarten habe ich schon besorgt. Die Maschine geht in 2 Stunden. Ja, wunderbar. Das hört sich alles prima an. Aber zunächst einmal, guten Tag, mein lieber Richard. Wie bitte? Ach so, na ja, natürlich. Guten Tag. So, nun noch mal bitte von vorn. Heute gibt es also keine Wundertüte, sondern einen Dringlichkeitsauftrag. Genau so ist es. Das hört man sehr gerne. Wieso? Na ja, denken Sie doch an den letzten Dringlichkeitsauftrag, als wir Old Brownie aus der Patsche halfen. Wir brauchten nur die Beweise zu sammeln. Und die anderen bezogen die Keile. Ja, 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 ja. Ich erinnere mich. Aber diesmal ist es ja noch einfacher. Sie müssen nur ein Kind abholen. Wie bitte, was soll ich? Ein Kind abholen. Genauer gesagt ein Mädchen. Noch genauer gesagt die Nichte von Mr. Beverly. Ach. Und das ist dringend? Ja, ja, sehr dringend sogar. Die Kleine sollte schon vor 14 Tagen da sein, aber irgendetwas ist dazwischen gekommen. Wo? In Barcelona, in Spanien. Dort lebt die Kleine. Barcelona, Münchens Kind, die Maschine. Ich muss ja noch packen. Wir treffen uns dann auf dem Flugplatz. Ja. Bis gleich, Percy. Ja. Bis gleich. Bis gleich. Also auf Wiedersehen und guten Flug. Final call for all passengers to Barcelona. You are requested to proceed to passport. Jetzt aber langsam Zeit, Luigi. Wo bleiben Sie denn? Ja, entschuldigen Sie, aber das hat mich aufgehalten. Bei dem Kinderausstatter war es nämlich so voll. Kinderausstatter? Tja, ein guter Schiedsrichter denkt eben an alles. Alles, was das Kleinkind braucht. Also bitte kommen Sie. Percy, glauben Sie mir doch. Damit ein Kleinkind sich wohlfühlt, braucht man eben all diese Dinge. Tja, schön ist es hier. Ach, mein lieber Reginald, seitdem wir aus London weg sind, faseln Sie ununterbrochen was von Kleinkindern, ja, was gemacht werden muss und so weiter. Sie haben doch überhaupt gar keine Erfahrung mit Kindern. Das Ganze ist keine Frage der Erfahrung, sondern der Einstellung. Ich bin eben begeistert von Kindern. So. Hoffentlich ist die Kleine blond, damit auch alles zu ihr passt. Mr. Stewart, Mr. Brewster. Ja. Sie werden schon erwartet. Bitte kommen Sie rein. Dankeschön. Dankeschön. Mr. Stewart, Mr. Brewster. Herzlich willkommen, meine Herren. Entschuldigen Sie bitte, wenn wir hier so eindringen. Ach, Unsinn. Nehmen Sie sich was zu trinken, setzen Sie sich hin. Danach können wir dann in Ruhe über alles reden. Suchen Sie was Bestimmtes, Mr. Brewster? Nein, das heißt, natürlich doch. Ist die Kleine nicht da? Doch. Ich hätte die kleine Karin nämlich gern kennengelernt. Aber Reginald, das hat doch nun wirklich noch Zeit. Doch. Und außerdem ist es nicht notwendig. Wieso? Sie kennen sie bereits. Sie sitzt vor Ihnen. Ich bin Karin. Ach, Sie sind Karin. Sie ist Karin. Was denn, Sie sind Karin? Was ist denn daran so komisch? Ach, Mr. Brewster war der Annahme, dass Sie noch ein Kleinkind sind. Ach nein. Ja, und was das Schönste ist, er hat einen ganzen Karton Kleinkinderpflegemittel gekauft. Und ihn extra von London bis hierher geschleppt. Oh, das finde ich aber ganz reizend von Ihnen, Mr. Brewster. Ach, tja. Ach, dass der Mensch so häufig irrt. Dankeschön. Und nie recht weiß, was kommen wird. Jetzt brauche ich auch einen kräftigen Schluck. Danke. Prost. Prost.
Ja, damit wäre wohl der heitere Teil der Mission beendet. Kommen wir zum Ernst der Lage. Wann soll ich in London sein? Mein liebes Kind, Mr. Beverly. Ich bin nicht Ihr liebes Kind. Ich bitte um Entschuldigung. Aber nach der Dringlichkeit des Auftrages liegt es in unser aller Interesse, den Auftrag so schnell wie möglich hinter uns zu bringen. Und warum? Ich fürchte Komplikationen. Und ich möchte den Auftrag nicht gefährden. Wegen eines kleinen Mädchens? Ach, Mr. Stewart, wissen Sie, ich kenne alle Ihre Geschichten. Mein Onkel hat sie mir erzählt. Ich finde es fabelhaft, wie Sie sich so durchgeboxt haben und was Sie alles erlebt haben. Es war mein größter Wunsch, mit Ihnen mal so ein richtiges Abenteuer zu erleben. Wissen Sie, so richtig in der Patsche sitzen und dann von Ihnen herausgehauen zu werden. Miss Karin. Einspruch, Percy. Bitte lassen Sie uns so schnell wie möglich nach London zurückkehren. Miss Karin. Ach, Sie sind langweilig. Sehen Sie, Miss Karin, wir wollen nichts überstürzen. Außerdem wollte ich heute noch nicht abreisen. Na, wenigstens schon etwas. Ja. Haben Sie schon Pläne für heute Abend? Nein. Sie? Fragen Sie mich doch mal, ob ich vielleicht heute mit Ihnen essen möchte. Wollen Sie uns vielleicht die Freude machen und heute Abend mit uns essen gehen, ja? Eigentlich hatte ich ja schon etwas vor, aber wenn Sie mich so nett darum bitten, gut, einverstanden. Dankeschön. Und wo bitte? Ja, wir gehen ins El Toro Bravo. Das ist in Meeresnähe und man kann so herrlich draußen sitzen. Außerdem verkehren dort alle Stierkämpfer. Ole! Manolito. Ja, ole. Es war herrlich. Ich habe wieder gezittert. Die Leute haben gejubelt, sie haben getobt, aber es war auch ein großartiger Kampf. Du brauchst um mich keine Angst zu haben, das weißt du doch. Favorito, ich habe doch einen Schutzengel. Por favor. Manolito muss sich umziehen, es wird Zeit. Den Stier kann ich nicht warten lassen, das musst du nun wirklich einsehen, meine Sonne. Komm bald wieder. Aber ja. Adios. Hasta la vista, schrecklich. Ja, Frauen sind nun also, mal mir geht das langsam auf die Nerven. Sensible wenn Wesen. Sie wirklich sensibel ist, müsste sie das eigentlich schon lange gemerkt haben. Telefon für dich, Manolito. Ah, wer ist denn dran? Keine Ahnung, eine Signora. So, eine Signora. Oh. Sie. Ja. Ja, am Apparat. Ich bin sehr neugierig. Hm? Wer hat das gesagt? Den Namen werde ich mir merken. Ich. Keine Angst, ich habe ihn genau verstanden, ganz genau. Dem breche ich die Rippen. Danke. Was ist los, Manolito? Ich bring den Kerl um, noch heute Nacht. Jawohl, und ich weiß auch schon wie. Ich werde ihn aufspießen. Aber zuerst werde ich ihn zertreten und dann werde ich ihn aufspießen. Toro! Also dieses El Toro Bravo scheint ja nicht besonders zu sein. Es ist ja fast leer. Ja, Sie vergessen, Reginald, dass man in Spanien erst nach 22 Uhr zu leben beginnt. Naja, und jetzt ist es 21.50 Uhr. Um 21 Uhr wollte Karin hier sein. Wollte? Sie kennen doch die Frauen. Warum sollte Karin eine Ausnahme machen? Na, wo? Oh. Na, guten Abend. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Hübsch hier. Finden Sie nicht auch? Ja, sehr. Ja. Was möchten Sie trinken? Zuerst einen Jerez, bitte. Jerez. Herr Ober, drei Jerez, bitte. Also mir bringen Sie lieber einen Sherry. Ein Jerez ist ein Sherry, Richie. Ach so. Na ja, es ist auch gut. Habe ich die Ehre mit Mr. Proofster. Der sitzt da. Bitte, Manolito, kein Skandal. Lass mich.
Ich bin Manolito. Ja, ich habe nichts dagegen. Ich bin Manolito, verstehen Sie? Kommen Sie hoch, ich bin Manolito! Ja, wiederholen Sie sich, mein lieber Freund. Manolito! Außerdem zerknittern Sie mir das Revier. Und hör! Ihr beide seid Zeugen. Mich, Manolito! Mich hat er geschlagen! Und jetzt in die Arena! Was ist denn jetzt los? Ich bin doch kein Stier. Was, was soll denn das? Wir kommen doch nicht in die Arena! Also bitte nehmen Sie Ihre Hände weg, ja? Bitte, wenn es denn sein muss. Auf in den Kampf, Torero! Hier im Kampf, in diesem! So, halten Sie ganz still, ja? Dankeschön. Ja, oh, Rüchi. Da hinten liegt sie. Hallo. Guten Tag. Wir wollten nur mal sehen, wie es Ihnen geht. Ja. Sie war nämlich so plötzlich verschwunden. Na, Sie haben Nerven. Sollte ich mich vielleicht auch noch verhauen lassen? Ach, der Teufel weiß, was in diesen Ochsenabstecher gefahren ist. Dabei kenne ich diesen Menschen überhaupt nicht. Naja, hier ist er ein Nationalheld. Na, aber deshalb beginnt man doch nicht gleich eine Schlägerei. Ich habe heute Morgen mit Manolito telefoniert. Was denn, Sie kennen diesen Kerl? Wer kennt ihn nicht? Übrigens, jemand hat Manolito gesagt, dass Sie ihn für einen Stümper und üblen Stierkämpfer halten. Was, ich? Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte, meine Herren. Bitte schön. Guten Tag. Guten Tag. Hallo? Ich wollte Ihnen nur sagen, dass die Information stimmt. Schlagen Sie zu, ehe es die anderen tun. Sie werden dann von der Arena aus die Avenida José Antonio entlang kommen und dann in die Calle de México einbiegen. No, no, amigo. Mein Name spielt keine Rolle. Ich glaube, wir können von Glück sagen, dass wir noch so glimpflich davon gekommen sind, Percy. Wenn ich bloß wüsste, wer uns das eingebrockt hat. Ich vermute, dass es sich um eine Dame handelt. Ja, Sie vermuten. Aber welche? Aber Reginald, nun denken Sie doch bitte einmal nach. Ach, denken Sie an Karin? Woher wollen Sie das wissen? Nun, ich ahne es. Na, vielleicht. Mein Name ist José Fernández. Habe ich das Vergnügen mit Senor Stewart und Brewster? Sie haben es. Dann darf ich Sie hier mit zu einer kleinen Autofahrt einladen. Der Chef möchte Sie sprechen. Das tut uns sehr leid, aber wir haben schon eine Verabredung. Ja, das tut uns leid, aber vielleicht ein anderes Mal. Nicht immer umdrehen. Man sollte vorsichtiger sein. Wir kennen doch diesen Menschen gar nicht. Ja, eben aus diesen Gründen. Merkwürdig. Ich traue keinem Menschen über den Weg. Vor allen Dingen, wenn ich im Kampf. Ich muss leider auf meiner Einladung bestehen. Also los, einsteigen. Na los. Schon überredet, junger Freund, schon überredet. Sie auch. Sehr freundlich. Ja, ja. Danke für die Einladung. Hallo Carlos, hey, hallo Carlos. Na Häschen, was ist denn? Du solltest endlich das doofe Schachspiel wegwerfen. Ist doch langweilig. Nein, Schach ist nicht doof. Im Gegenteil, es ist ein königliches Spiel. Ich mache euch einen Vorschlag. Zieht euch an und geht auf euer Zimmer. Da liegen nämlich für euch 200 Dollar. Da macht ihr euch hübsch und geht einkaufen. Nehmt den Sportwagen. Viel Spaß. Wie findest du das, Monique? 200 Dollar, ziemlich wenig. Bitte, mein Geiziger. Ja. Oh. Naja. Du bist ein Schatz, Carlos.
Da wären wir, Chef. Da sind die beiden. Ah. So sieht also meine Konkurrenz aus. Konkurrenz? So. Sie wissen, wovon ich rede? Vom Haschisch zum Beispiel. Und von Schmuggel. Nie davon gehört? Schmuggel? Das ist ja unglaublich. Das finde ich auch. Da baut man sich in mühevoller, jahrelanger Arbeit ein solides Geschäft auf. Und wenn die Früchte zum Ernten reif geworden sind, taucht plötzlich die verehrte Konkurrenz auf, aus heiterem Himmel. Das ist nicht nur unglaublich, ungeheuerlich ist das. Ich fürchte, Sie verwechseln uns. Mein Name ist Percy Stewart und das ist Mr. Reginald Brewster, Rechtsanwalt aus London. Ich weiß. Für Palermo mag die Tarnung vielleicht genügen, aber nicht für uns hier. Woher haben Sie unseren Namen? Man hat seine gewissen Informationen. Telefonische. Weiblichen Geschlechts? Donnerwetter. Kompliment, Mr. Stewart. Ihre Informationen sind auch nicht schlecht. Sie setzen mich einigermaßen in Erstaunen. Darf ich fragen, seit wann Sie mein Telefon überwachen lassen? Also, Percy, langsam drehe ich durch. Ich verstehe immer nur Bahnhof. Ein Rechtsanwalt, der immer Bahnhof versteht. Noch dazu aus England, kaum zu glauben. Aber bitte, meine Herren, wollen Sie sich nicht setzen. Auch in unserer Branche soll man nicht unhöflich sein. Tja. Also, da wir gerade von geschäftlichen Dingen sprechen, in früheren Zeiten hätte man seine Konkurrenz mit der Maschinenpistole erledigt. Das ist Ihnen wohl bekannt. Ich muss zugeben, ich persönlich habe nie viel davon gehalten. Ich habe mir für die sanfteren Methoden übrig. Ja, das ist sehr, sehr vernünftig. Dann lassen Sie doch mal Ihr Angebot hören. Jetzt sprechen wir endlich eine Sprache. Mein Angebot geht dahin, ich biete Ihnen einen Scheck über $500,000 und Sie vergessen, dass es diesen Ort und diese Gegend gibt. Und schlagen Sie Ihren Freunden in Palermo vor, südlicher zu operieren. Das klingt sehr vernünftig. Also bitte, jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Wer zum Teufel sind unsere Freunde in Palermo? Hoppla, jetzt kapiere ich erst, was los ist. Die Herrschaften arbeiten auf eigene Faust, das gibt's nicht. Ach, bitte, lassen Sie es sich doch erklären. Darf ich Ihnen helfen? Halt hier geblieben. Und nimm diesen. Und diesen. Das ist genug, Regie. Na ja, er wollte ja nicht hören. Eine verrückte Sache. Ja, aber wie geht sie weiter? Danke. Zuerst einmal die Polizei verständigen und dann einen kleinen Besuch machen, Richie. Ich muss der Dame Karin ein paar Takte sagen. Das glaube ich auch. Guten Tag. Oh, ihr zwei Hübschen. Ich habe mir schon inzwischen einen hübschen kleinen Schwitz angelacht. Ah. Liebe Miss Karin, Sie sind ein kleines, hinterlistiges, gemeingefährliches Biest. Ich glaube, Ihre Eltern haben einiges an Ihnen versäumt. Aber das ist nachzuholen. Loslassen! Nein! Lassen Sie mich los! Was fällt Ihnen eigentlich ein? Percy, Sie dürfen nicht vergessen, dass Miss Karin trotz allem immerhin eine Dame ist. Nein, aber gegen 25 Streiche hätte ich nichts einzuwenden. Aber ich werde einwenden. Sie werden lassen los auf der Stelle. Sie keine Ahnung haben, was Sie da tun. Sie machen beinahe etwas kaputt, was sehr wichtig ist für uns. Und das wäre sehr schade. Wie bitte? Was wollen Sie? Hübsches kleines Goldvögelchen. Wir sind sehr interessiert an dem Vögelchen, weil Eltern haben Geld, viel Geld sogar. Verstehen Sie? Was denn wollen Sie damit etwa andeuten, dass Sie die Dame kidnappen wollen? Aber, Signore, harte Worte seien das sehr hart. Wir Sizilianer haben andere Auffassung als Sie. Wir wollen Lady uns nehmen als Pfand, sonst nichts. Und Sie kommen extra aus Sizilien, um diese Dame zu entführen?
Nix kommen. Schon da. Zeitung gelesen in Palermo und wir schnell Dienstreise haben unternommen und nun sind wir hier. Wird sich lohnen, Reise. Sehr sogar lohnen. Goldvögelchen, schwerreiche Engländerin. Unsere Kasse fast leer. Wird sich wieder auffüllen. Sie verstehen? Luigi, fang an. Signore, bitte, keine Bewegung oder Loch im Bauch. Percy, zu Hilfe! Nein, nein, welche Tat werden Sie noch bereuen? Hilfe! Vergessen. Oh, schon gut, Miss Karin. Das war doch selbstverständlich. Schließlich kann ich eine Dame nicht einfach kidnappen lassen, die ich nach London bringen soll. Hm? Bitte holen Sie schnell den Verbandskasten. Ja, sofort. Ah, Reginald, wie sieht's aus? Oh, haben die Kerle Karin? Ich meine, ist das Kidnapping geglückt? Keine Sorge. Die beteiligten Herren schlafen alle noch. Oh, Gott sei Dank. Sie haben auch ein paar Pfund zu viel. Mir ist nämlich eben eingefallen, warum Mr. Beverly es so eilig hatte, Karin nach London zu bekommen. Ja, und warum? Ja. Er hatte einen Drohbrief bekommen. Ja. Jemand wollte, 50.000 Pfund von ihm haben. Erpressung? Ja, und was habe ich damit zu tun? Tja, die Gangster schrieben, dass, wenn er nicht bezahlt, dann würde man sie entführen. Oh. Menschenskind, Reginald. Wie konnten Sie das nur vergessen? Also wirklich, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Mr. Brewster, Mr. Brewster. Also nach den drei Herren zu urteilen, die wir ausgeschaltet haben, hat Mr. Beverly auch nicht bezahlt. Ja. Wer die Welt und jeden Kontinent und die sieben weiten Meere kennt, ist ein Mann mit tausend Träumen, den man Percy Stewart nennt. Wenn des Nachts der Mond am Himmel steht und der Wind um dunkle Ecken weht, lauert, wie das immer so war, im schönsten Moment die größte Gefahr. Und in 99% gibt es doch für mich ein Happy End. Percy Stewart, das ist unser Mann. Ein Mann, ein Mann, ein Mann, der alles kann.